Und ja, gehen wir wieder, Ja. nachdem der Host einmal das Spiel verlassen hat, unfreiwillig, weil das Game sich gedacht hat, von wegen, nö, ich will nicht. Ja, wir haben hier aber ja ungefähr gut aufgehört, wenn wir nicht mehr gemacht, ne? Ja, Sind wir jetzt noch im Loop? wir haben hier eigentlich nichts mehr gemacht, nicht mehr oder weniger. Danke. Kraut? Kraut können keiner von uns beiden aufnehmen. Kann nur kombinieren, aber ich könnte mal eigentlich immer Slat nehmen, ne? Du kannst halt nichts nehmen. Das machen wir aber einfach. Wir spüren uns bei dem einmal ein, würde ich sagen. Wir sprühen uns mit einem ein, am besten mit dem Grün. Mit dem kleinen Grün Ja. benutzen. Warte mal. So. Und jetzt nehme ich das Grüne und heile uns da auch nochmal mit, oder wie? Kannst du machen. Würde ich machen. Ich bin nämlich knapp halb voll. Ups. Come on, lass mich deinen tollen Körper einspülen. Den können wir halt auch besiegen. Das würde halt auch noch mal was gut geben. Gibt auch einen Schatz. Er hat den noch nie besiegt. Ich habe auch gerade keine Waffe an. Ich muss jetzt erstmal weiterlaufen. Du rennst gleich zu ihm. Ich mache hier die kleinen Kandidaten mal. Hey, kommt. Er hängt an der Wand fest. Woher kommt? Der kommt mir ganz schön nah, der Freund. Puff. Huch. Achtung, 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 der kann nämlich one-hitten. Das ist ja eine schöne Sache. Ich gehe da mal ins Haus kurz, ne? Im Päuschen. Der ist hinter mir, das Aas. Autsch. Hätte ich gerade ja super gerne heilen. Nein, nein, nein! Ich Okay, komme. das. Er hat mich nicht hundertprozentig getroffen. Haben wir keine Fässer mehr? Sind die schon alle weggespawnt hier? Ja, sind sie schon. Aber ich habe noch eine andere Sache. Ich habe auch noch eine Granate, warte mal. Okay, warte mal, doch nicht. Was hat er denn auf einmal für einen Auftrag? Er hängt fest. Hier ist Maschinenmuni hinter uns. Ich habe ihn festgebackt, ja, nice. Komm, Schade, das komm, funktioniert komm. nicht nochmal. Komm. Nein! Nein. Wollte das hier eigentlich nutzen? Oh, das macht nämlich auch gut Damage. Ich bin los.
Das war die One-Hit-Attacke. Jetzt kommt er mir hinterher. Wenn er nämlich das macht. Das sieht doch gut aus. Ja, der ist down. Ah, noch nicht ganz. Ach, ich hab's mit abgekriegt. Ja, ich ebenfalls. Was ist er denn? Oh, entschuldige. Macht nichts, der Typ. Och, ich will ihn auch nochmal. Der Typ ist aber. Ja, gut, okay, wir haben. Normalerweise lassen die halt auch noch ein bisschen was liegen. Ne? Das ist ein bisschen doof. Er lässt halt nichts liegen. Danke für nichts. Was für ein Geizkragen. Das hat Brand in seiner Tasche. Oder ist es halt hier drinne? Okay. Also. Abkürzung. Hier ist noch ein Kraut. Ich bin die Heiltante, oder was ist los hier? Hier sind solche Flatterviecher. Mehr ist hier nicht. Krass, was ist los hier? Winix hier. War hier ein Emblem? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Da war gerade ein. Nee, das nächste Emblem ist erst im nächsten Kapitel. Ah, okay. Hier ist auch Quicktime-Event. Ach, schön. Mag ich ja gerne. Einmal Kirk knusprig kross. Oh mein Gott. Ach ja, das habe ich so oft verkackt. Ja, ich ebenfalls. Sie sind tot. Das war aber nicht meiner, ne? Ich hätte drücken müssen. Ich sterbe. Du drückst dich und ich sterbe. Super. Das Gute ist aber, du kannst das halt skippen bis zu dem Punkt. Ja gut, okay. Aber wie gesagt, wir haben hier einen Kirk. Knusprig kross. Auf jeden Fall ist der sehr gut durchgebraten. Ach, den kannst du aber auch nicht mehr essen. Weißt du, was das Schlimmste an der gesamten Geschichte ist? Twist. Nein! Die Tasten können sich halt immer ändern. Ja, ich weiß nur, ich musste dich auch welche haben. Wo hattest du die alle? Ich hatte auch welche. Thank you.
glaube ich, du dort. Nee, ich hab das verkackt, wa? Ich glaube, wir mussten beide drücken. Okay, jetzt dürfen wir überspringen. Bis zum Zeitpunkt, sonst sitzen wir hier morgen noch. Doch, ist jetzt genommen. Okay, ich dachte schon. Kavallerie ist da. Der hat's drauf. Der hat einen leeren Tank. Weil, liebe Leute, lasst es euch gesagt sein, nur leere Tanks explodieren. Dr. Team Captain Stone, Chris Redfield. Shiva? Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irving. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy, just in case. Thanks, Josh. Jill. Chris. Are you all right? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out. So, und jetzt möchte ich einmal eine ganz, ganz dicke, fette Sache sagen. Das Spiel spoilert! Ist es so? Ja, es spoilert. Und zwar ist so, die Szenen, die man gesehen hat, mit von wegen Jill, und dann kam ja diese Rückblende. Diese Rückblende wurde gezeigt, oder sind halt Szenen, die in dem DLC nämlich vorkommen, in Albträumen versunken oder irgendwie sowas heißt das. Na super. Deswegen ja. Das Spiel okay, spoilert! Aber man, das, man weiß es aber ja nicht. Habe ich das DLC gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Kannst dir nicht sagen. Weiß auch nicht. Verwalten. Ich habe Muni, die ich dir geben möchte. Danke. Ich habe noch mehr Muni, die ich dir eigentlich geben möchte, aber du bist voll. Fuck. Rüste mal die Shotgun halt auf, dass die halt Kapazität hat, weil dann hast du ja wieder vollen Schuss. Ich musste erst eben meine Dings machen. Verbessern. Was soll ich machen? Kapazität? Kapazität, ja, weil dann hast du nämlich 7 Schuss. Leg ich die MP5 weg? Ich wollte gerne, ich mach nochmal mehr, ein bisschen mehr Kapazität. No problem. Kritische Treffer haben wir auch. Ich habe meine Schätze gerade verkauft. So, jetzt kann ich 20 halten, ist auch gut.
So, alle Schätze einmal verkaufen. So, Ladegeschwindigkeit habe ich voll bei der Stängs. Ich kann die ja voll fertig machen. Ist ja kein Problem. Ich mag die. So, wir sind fertig. Gut, dann bin ich jetzt auch fertig. Sheva, do you know where the mines are? Past the station. Not too far from here. Follow me. Follow me. Typ 2 Plagas. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Las Plagas-Parasit in einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulationen von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes Potenzial, sodass Las Plagas schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wird. Der Zeitraum, der zwischen den Verabreichungen von Las Plagas Salz Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifungszyklus von Las Plagas ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschten zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ 2 Plagas. Diese unterscheiden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie in ausgereiften Zustand verabreicht werden und dem Wirt fast sofort steuerbar ist. Typ 2 wird oral verabreicht, also sprich der Wirt muss den fressen, als dem Wirt in den Mund eingeführt. Also in den Mund eingeführt. Ja, er frisst den halt. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Oh, das Vieh war ja auch nicht gerade klein gewesen. Also von daher, wenn du eine große Klappe hast, immer rein damit. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden. In einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wirts innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der verkürzten Infektion Zeit weist Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen Las Plagas auf und ist somit außerordentlich geeignet für Kommerzialisierung. Also sprich, Las Plagas, das Problemtyp von Teil 4 ist halt in Teil 5 vertreten. Nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der Kijuju Autonomous Zone aus. Es folgt eine Liste von 3 Schlüsselexperimenten zur Bewertung von Typ 2. Erstens Infektion. Verabreichung von Typ 2 Proben an 10 infizierte Testobjekte und Beobachtung der Geschwindigkeit, mit der sich die Infektion ausbreitet. Die 10 Testobjekte müssen ausreichend Typ-2-Proben erhalten, damit messbare Ergebnisse erzielt werden können. Zweitens Kontrolle. Beobachtung des Umfangs, in dem durch das Las Plagas hervorgerufene barbarische Verhalten kontrolliert werden kann. Dies erreicht man durch, was laber ich da jetzt eigentlich noch? Dadurch, indem man die Zahl und die Art, ja, kommt doch nicht alle online, und Art der Angriffe auf die BSAA-Agenten im jeweiligen Gebiet auswertet. Drittens, Kampf. Sammeln von Kampfdaten zum Erhalten von Typ 2 in Kampfsituationen. Typ 2 Wirte bekämpfen im jeweiligen Gebiet eingesetzte BSAA-Agenten. Dieses Experiment ist die letzte Stufe bei der Bewertung der Effektivität von Typ 2 Plagas. Patrick sammelt Kampfdaten. Ja, natürlich, ne? Das
Sammeln von Daten zum Verhalten von Typ 2. Und du hast gesagt, Sammeln von Kampfdaten zum Verhalten von Typ 2. Ja, ist doch scheißegal, ist genau das Gleiche. Genau, ist genau das Gleiche. Hauptdaten, Kampfdaten, Wischiwaschi-Daten. Voll gut. Da fragt man sich doch, lacht die Frau einen an oder aus? Ich fand das voll gut, weil die Überschrift war ja Kampf und ich glaube, du hast das so mit reingelesen quasi. Kann man ja, das hab ich auch. Oh, ich will hier weg. Hast du hier ein Emblem gesehen? Nee, ne? Du schießt einfach nur so. Freut mich. Die springen alle hinter mich weg. Hallo? Erstmal? Ich wusste nicht, ob sie es schon gewusst haben, aber... Hauptsache, sie steht da und sagt, come on. Come on. Boy, steh auf. Los. Steh doch auf. Ich weiß nicht, was du hast. Nee, darum. Ist das nur ein Hund? Also ehrlich. Ich muss nachladen, Bub. Warte. Hast du es jetzt mal? Oh, ich bin leer. Moment. Oh, ich habe mich heilt. Hätte ich ja mitteilen können. Oh, Band, nicht gesehen. Müssen wir da nicht sowieso lang? Ich gehe jetzt hier im Gucken, halte durch. Ach, das passt schon. Aber hier ist tatsächlich gar nichts. Oder sollte da ein Dings sein? Blamey. Irgendwo hier ist, glaube ich, auch eins. Diese tote Ecke stört mich halt extrem. Ist Gold irgendwo... War hier, glaube ich, nämlich eines. Da ist es auch. Das ist nämlich da oben. Lass mich lieber, weil ich habe das scharf. Ja, ich sehe es. Ich wollte es nur für die Aufnahme, damit die Leute das dann auch bei mir zur Not sehen können. Hey, müssen wir doch runter. Hey, hier ist doch gar nichts. Hier hast du schon komplett gelootet. Ja, ich hier weiß. Gar nichts. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Nicht gelootet. Ich hätte gern gelootet. Und wer lootet nicht gerne? Weiß ich nicht. Speedrunners. Ja, die haben sowieso kein Leben, also von daher. Das war aber eng. Eng ist gut. Ja, aber nicht mit diesem Kabel und mit dem Sprengstoff. Ich glaube nicht, dass das gut ist. So, tschüss. Ja, viel Spaß. Wie? Du kommst nicht mit? Ja, hervorragend. Bam. Bin da. Ha 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 ha
Das kam jetzt einfach so stumpf durch. Ich habe das nur einmal gespielt. Ich mal alles merke hier. GPS ist nicht verfügbar, ja. Herzlichen Glückstrumpf. Okay, einer von uns muss halt die Elektrolampe nehmen. Ich werde sie halt einfach nehmen, weil ich halt nicht die... Beziehungsweise ich habe eigentlich schon eine Waffe dafür. Nur Mutti war da. Hier ist ein... Kraut, und was ist links? Ich kann das Kraut kombinieren. Ich kann es nicht kombinieren. Ich kann es aber kombinieren. Ja, zähl dich doch nicht. Kann sie auch eben tragen. Jetzt habe ich dir das Kraut gegeben. Nehmen Sie mal her. Jetzt habe ich dir das Kraut gegeben. Was? Ich hab dir das Kraut gegeben. Stumpf. So, hier, bitteschön. Du hast nämlich wesentlich mehr Inventarplatz frei als meine Wenigkeit. Kommst du mir noch hinterher? Ja, komm schon. Ich hätte mich gern geduckt. Genau. Das ist ja Friendly Fire, ne? Ich kann dich nicht kaputt schießen, ne? Nein, kannst du nicht. Das habe ich extra ausgeschaltet. Sehr gut. Hier. Zu spät, mein Freund. Ich stehe im Dunkeln. Aua. Ist natürlich böse, dass die auch so dunkel sind. Was? Kommt da noch mehr? Ja, der steht da noch. Der steht da noch. Das ist ein Köpfchen. Der perfekt. Guck mal. Oh, Blendgranaten, sehr nice. Die sind sehr effektiv, zum Beispiel gegen Vögel oder halt gegen die Plagers selber. Also links wolltest du nicht lang? Links? Dieses rechts war hier nicht was, da. Von da haben kommen wir. Von hier. Oh, verzeih. Okay, ich hab die, glaube ich, so gut es geht gar nicht benutzt damals. Da oben ist Schatz. Oben. Bin ich blöd? Da! Hab's. Das war so klein, ich habe nach diesem Emblem geguckt als erstes. Gut, jetzt eilig. Hey! Hup. Krass, die kannst du gar nicht aufspießen. Ja, weil das halt so ein Plagerskopf ist. Blöd. Die Plagersköpfe, die halten halt wesentlich mehr aus, sind aber sehr anfällig gegen Blendgranaten. Also wenn du so 3-4 Stück davon hast... Achso, das ist ein Loch, Leute. Okay. Nee. Links, rechts. Ich wollte das im Aufheben-Moment. Hier sind Kisten und so ein Lootskram. Ja, und auch eine Schlange. Ah, ich verstehe. Hier so lang. Und hier so rein.
Naja, nicht noch Frost, nein. Ich hatte schon voll Bock, da tänzelt schon. Ich hab aber keinen Bock auf ihn. Der war voll bereit. Hier geht's nur um Kreis. Hier geht's nur um Kreis, genau. Wir könnten ja auch super cutten, oder? Wir können eigentlich cutten, ja. Das ist schön. Perfekte Stelle. Dann beenden wir hier diese Folge und sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder. Richtig. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.